Damit willkommen hier zu unserer F1 24 Megaseason. Die Formel 1 ist in Miami und auch bei uns in unserer Megaseason steht heute der große Preis von Miami an. Abonniert gern kostenlos, schaut gern oben rechts vorbei, da ist die Playlist verlinkt. Und vor allem auch, falls ihr das Qualifying noch nicht gesehen habt, würde es mich echt extrem freuen, wenn ihr auch da mal vorbeiklicken würdet. Aber da noch einmal der Miami International Circuit, 5,4 Kilometer, 19 Kurven und 3 DRS-Zonen machen das eigentlich zu einer sehr tollen Strecke. Macht doch gerne Däumchen nach oben weg und im Herzen natürlich das Hard Rock Stadium. Gucken wir mal auf die Startaufstellung. Überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und daneben steht Max Verstappen. Im Rest der Startaufstellung haben wir Sainz, Russell, Perez, Oscar Piastri, Norris, Hamilton, Fernando Alonso, Joe, Bottas, Gasly, Tsunoda, Albon, Ricardo, Ocon, Hülkenberg, Stroll, Magnussen und Logan Sargeant. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So Leute, und hier sind wir nun. Die roten Ampeln beginnen schon zu leuchten. Und ich würde mal sagen, lights out and away we go. Let's go, der große Preis von Miami starten. Was soll ich sagen, wir kommen gut weg und können uns das erste Mal behaupten. Wir bleiben vor Max Verstappen nach der ersten Kurve. Das war schon mal eine große, ja sagen wir mal, Erleichterung, denn das ist nicht gerade einfach. KI 95, selbst schalten, selbst bremsen, TSC auf Mittel und das Ganze natürlich auf einer Strecke, die mir persönlich ehrlich gesagt auch nicht so toll liegt. Jetzt hier runter in diesen engen Sektor rein, an diese enge Kurve mal rein und jetzt wird Verstappen natürlich versuchen, sich mal an mich dran zu saugen, aber das muss ich natürlich noch gekonnt abwehren versuchen. Hier wird es ganz, ganz eng zwischen uns, aber ohne DRS kann er da jetzt kaum was machen, ganz spät gebremst. Generell, auch wenn ich mir jetzt auf den Sprint des gestrigen Tages zurückblicke, muss ich sagen, das war auf jeden Fall ein sehr sehenswürdiges, ja, Event. Gucken wir noch einmal die Start-Replay an und ich bin echt gut vom Fleck weggekommen. Der Start an sich war top. Ich hätte mir gewünscht, dass Sainz vielleicht Verstappen da, na, sagen wir mal, das Wasser reichen kann. Das war leider nicht der Fall. Und hier noch einmal aus der persönlichen Sicht. Also ich bin echt gut weggekommen. Kaum Wheelspin direkt mal rüber geguckt nach hinten. Das ist aber alles gut gegangen. Bleib mittig, zieh dann nach links, um den bestmöglichen Exit zu haben. Und ja, das war dann eigentlich mal problemlos. Die erste Runde ist mittlerweile vorbei. Wir sind knappe 6, ja, das war nicht gut. Ja, knappe 6 Zehntel vor Max Verstappen. Aber der kann gut mitgehen. Dahinter Sainz ja auch noch aktuell natürlich im Startgetummel. Ist er auch noch gut mit dabei. Sind 1,2 Sekunden. Also das ist wirklich sehr, sehr toll. Hier runter, das ist echt eine ganz, ganz interessante Kurve. Denn dieser Exit ist eigentlich ein Schlüssel. Punkt der Strecke, da musst du eigentlich immer, ja, sitzt, das muss eigentlich immer sitzen, hier rein, gerade der Mittelsektor, der ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Ich hoffe natürlich auch kein DRS-Train oder so, ich will da jetzt kein Lokführer werden. Purple im ersten Sektor, es geht so ein bisschen durch diesen schlingeligen Mittelsektor durch und wir bremsen hier Richtung Turn 11, es ist einfach hier top zu fahren. Es ist echt eine coole Atmosphäre und vor allem auch in echt muss das natürlich echt cool sein. Du hast so viele Celebrities, würde ich mal sagen. Also Promis sind es jetzt nicht im größten Fall, es sind teilweise auch echt nur so B-Promis, die man auch quasi kaum kennt. Da hinten gibt es eine gelbe Flagge. Ich kann mich nicht stark von Verstappen absetzen, der aktuell mal die schnellste Rennrunde besitzt. Gut für mich, dass es jetzt hier kurz gelb gab, da darf Verstappen quasi nicht richtig überholen. Wir bleiben also hier mal großzügigerweise auf den ersten Platz hängen. Ja, das wird sehr, sehr spannend werden, wer sich da durchsetzen kann. Verstappen kann echt gut folgen und vor allem hat der natürlich bestimmt noch Reserven. Also der wird ja jetzt nicht auf letzter Rille fahren. Ich, by the way, habe da kaum mehr was an Reserven im Auto drinnen. Ich muss tatsächlich unnormal pushen und muss auch vor allem aufpassen, dass Verstappen mir da nicht über den Kopf wächst quasi, dass wir da auch gut wegkommen. Strategisch hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht,
dass wir bei den 20 Runden von Gelb auf Rot gehen können, aber das wird nicht der Fall sein. Denn wenn ich mir alleine nach den ersten paar Runden die Prozente der Reifen angucke und auch die Pace, die Verstappen da drauf hat, dann ist es kaum möglich, auf den roten Reifen zu wechseln. Wir werden das auch gleich machen, aber ich liebe diese Außenperspektive. Ja, Purple hat hier Max Verstappen. Vielleicht kann ich noch einmal kontern, dann im zweiten Stint. Und wir sind mittlerweile in der fünften Runde. Es ist alles gut gegangen. Gab auch kein Safety Car, kein Force C, irgendwas. Finde ich ehrlich gesagt nicht realitätsnah, denn ich glaube auch kaum, dass die KI da immer die perfekten Exits findet in den Kurven, falls ihr wisst, was ich meine. Also da müsste er theoretisch von der Strecke fahren, damit ja keiner auf die Strecke muss und damit quasi auch kein VSC oder Safety Car rausgegeben werden muss. Also das ist tatsächlich eigentlich Schwachsinn, tatsächlich. Aber gehen wir mal davon aus, dass McLaren da den guten Exit gefunden hat und obwohl das Auto nicht mehr funktioniert hat, auch noch den Exit, also beziehungsweise diesen Streckenausgang gut fahren hat können. Aber jetzt mal hier zurück zum Renngeschehen. Max Verstappen, der ist tatsächlich ein Wahnsinn. Sainz und auch die anderen dahinter, die sind schon regelrecht abgeschlagen mit fast 4 Sekunden, aber Verstappen mit 2 Zehntel, das ist tatsächlich unnormal, wie stark diese Pace ist, auch im Game ist er tatsächlich sauschnell und der macht doch tatsächlich immer wieder einen Versuch, probiert es auch immer wieder hier, sorgt er sich dran, ich habe leider kaum ERS, bleib jetzt mal auf Aus und, oder sagen wir mal auf Medium, da wird es jetzt ganz eng, Leute, er setzt sich neben uns, es gibt so eine kleine Rad-an-Rad-Sache, ich gehe nach außen, kann sich das ausgehen, gerade noch so behaupte ich mich hier vor Max Verstappen, der hat es auch ein bisschen neben die Strecke gefahren, ist er fährt eine versetzte Linie, aber jetzt, das war schon mal so ein bisschen das erste Hallo von ihm, dass er so uns ansagt, so Bro, ich bin hier, lass uns fighten. Ich will nicht fighten, denn ich weiß genau, dass ich hier den Kürzeren ziehen werde. Sechste Runde mittlerweile, Max Verstappen, der ist quasi wie ein zweiter Windschatten. Der klebt uns hier am Heck dran und ist tatsächlich kein einziges Mal bis jetzt nicht im DRS-Fenster gewesen. Seitdem das DRS in der dritten Runde aktiviert wurde, haben wir es tatsächlich nie geschafft, da rauszufahren. Vielleicht funktioniert es mit einer anderen Strategie. Ich habe immer wieder noch im Hinterkopf auf Rot zu gehen, aber das funktioniert halt nicht. Wir sind in der neunten Runde und ich müsste mindestens noch 3-4 Runden fahren. Und ich sehe jetzt auch unten rechts, die roten Reifen werden sogar verwendet. Also das wäre tatsächlich Selbstmord, wenn ich da auf Rot gehen würde. Ich müsste da quasi 2 Stints fahren und das würde alles noch schlimmer machen. Tatsächlich, also das lassen wir mal sein. Ich werde vermutlich auf den weißen Reifen wechseln, wobei das echt natürlich eine blöde Sache ist. Die gelben funktionieren hier sehr gut. Ich habe auch gemerkt bei manchen im Qualifying, am Freitag schon, also in diesem Sprint-Qualifying, dass da tatsächlich die roten Reifen gar nicht funktioniert haben. Das bedeutet, ja, ich muss natürlich nicht aufs Game hier irgendwie kopieren oder so. Das ist natürlich ganz klar, aber dennoch, wir bleiben, glaube ich, auf dieser konservativen Strategie von Gelb auf Weiß, kann ich auch einen Ticken früher reinkommen und zum Schluss hin, ja, da die weißen Reifen halten nie ewig, also ich denke mal auch, dass es im Hauptrennen heute ziemlich eindeutig werden wird, dass die da von Gelb auf Weiß gehen, ähnlich wie im vergangenen Jahr, wird man da tatsächlich auf einer Stop-Strategie bleiben. Jetzt habe ich es tatsächlich mal geschafft, Max Verstappen aus dem DRS-Fenster rauszuhalten, wir sind jetzt mit 1,2 Sekunden sogar von dieser magischen Sekunde weggeblieben, obwohl er die ganze Geraden lang einen Tow hatte, bleiben wir hier mit einem guten Exit vorne. Aber es ist nicht lange gehalten, 10. Runde, ich gehe in die Box rein, entscheide mich, eine Runde früher als eigentlich planmäßig reinzugehen. Eine Runde hört sich nicht viel an, kann aber natürlich uns jetzt nachher, gerade nachdem alle gestoppt haben, 3-4 Sekunden bringen, die dann echt Entspannung mal bringen, denn ich bin im permanenten Beschuss quasi von Verstappen. Ich muss permanent aufpassen, was ich mache. Und Yuki ist damit rot gestartet, wie im Sprint gestern. Aus der Box raus, da haben wir mal eine schöne Lücke gefunden, mit über 3 Sekunden zu Alonso, auch 3 nach hinten. Das bedeutet, wir haben mal genug Zeit, um das Auto, also die Reifen mal in Betriebstemperatur zu bringen. Und der Grip ist halt sagenhaft, auch wenn es der härteste und vermutlich auch der schrecklichste Reifen ist, muss ich dennoch sagen, es lässt sich halt alles besser fahren, wie mit einem abgelutschten gelben Reifen, denn
Das war er halt einfach schlichtweg. Gut, aber jetzt heißt es natürlich auch mal kurz battlen und es hat funktioniert, Leute. Max Verstappen war in der Box und es sind fast 6 Sekunden, die ich da auf ihn gut machen konnte. Also das war wirklich strategisch top. Am Ende hin wird er natürlich die besseren Reifen haben, weil er eben 2 Runden länger draußen war als wir. Aber shit happens, Leute. Das juckt mich ehrlich gesagt sowas wie von gar nicht. Es ist tatsächlich mir jetzt mal wichtiger, gerade so im mittleren, oder sagen wir mal jetzt so im letzten Drittel, endlich mal ein bisschen frei fahren zu dürfen, endlich mal ein bisschen meine Pace zu geben und nicht immer ständig zu gucken, dass Verstappen da dran bleibt. Ich konnte es auch schaffen, die schnellste Rennrunde an mich zu reißen und wir sind tatsächlich hier in der 16. Runde Verstappen und ich fahre ähnliche Zeiten, aber ich merke halt schon, dass ich ein bisschen mehr reinhauen muss, als das Auto hergibt, denn die Reifenabnutzung ist tatsächlich katastrophal von diesem Ferrari. Jetzt geht's also hier in die 17. Runde rein und ich hoffe natürlich, dass alles gut gehen wird. Dennoch wird es zum Ende hin, denke ich mal, echt knapper werden. Verstappen schon eine halbe Sekunde aufgeholt. Wir sind jetzt hier mittlerweile in der letzten Runde und Verstappen ist bis auf 2 Sekunden an uns dran gekommen. Perez hat abreißen lassen, nun normal 18 Sekunden fehlen uns da oder fehlt ihm da auf uns. Aber Verstappen ist da wirklich halt eine ganz, ganz andere Liga. Also wir beide generell sind eine andere Liga im Vergleich zu den anderen. Schade natürlich, dass Sainz nur Fünfter ist. Hat da jetzt auch, glaube ich, kaum mehr die Möglichkeit aufs Podium zu kommen. Also bin ich da inmitten von 2 Red Bulls, das kann auch interessant sein, aber hier noch einmal, ja, komplett verbremst hier, aber das ist nicht mehr so schlimm. Verstappen wird es nicht schaffen, auch wenn er da jetzt diesen epischen Exit hat, wird er dann nicht mehr an uns vorbeikommen und wir, uns gelingt es da tatsächlich endlich mal vor Max Verstappen in unserer Mega-Season ins Ziel zu kommen. Das ist so wichtig, denn mit 20 Punkten Rückstand bedeutet das auch mit der schnellsten Rennrunde, dass da immer noch ein Riesenpolster von 12 Punkten für Max Verstappen ist, aber das juckt mich jetzt nicht. Wir gewinnen mit Charles Leclerc in Miami und das in unserer Mega-Season. Ein Statement gegen die Red Bull-Dominanz. Ich bin sehr stolz auf meine Leistung heute. Es war ein hartes Rennen, aber dennoch auch ein sehr, sehr, sehr spaßiges Rennen. Wir gucken uns mal die verdiente, hoffentlich auch für euch verdiente Siegerung an. Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein, man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Bei der Siegerehrung sehen wir den berühmten roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg für ein Weltklasse-Team. Ferrari hat es wieder einmal geschafft.
Hier haben wir noch einmal das finale Klassement und Sainz ist sogar auf 6 abgerutscht. Das ist echt bitter. Das ist tatsächlich ganz, ganz schade. Auch hier 12 Punkte wie vorgerechnet in der Fahrerweltmeisterschaft, aber 62 Punkte in der Konstrukteurs-WM. Für heute sollte es mal gewesen sein. Die Formel 1 geht in 2 Wochen nach Imola. Da wird es auch ganz besonders werden. Gerade zum 30-jährigen Todestag von Ayrton Senna werde ich mir da echt spezielle Sachen einfallen lassen. Für heute war es mal mein Tipp fürs Rennen. Also ich nehme das am Samstag auf. Ich denke mal, Verstappen gewinnt das vor Lando Norris und dahinter kommt Sergio Perez. Abonniert gern kostenlos den Channel, schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei, Links über alle unten in der Bio und vielen, vielen Dank für euren Support. Wie gesagt, falls mir die Videos gefallen, auch Däumchen nach oben. Bis dahin, danke fürs Zugucken, morgen und übermorgen kommt dann noch das Recap zum Rennen. Ciao.